Hallo, herzlich willkommen bei SheLog und zurück zum Let's Play von Wintermute, dem Long Dark Story Modus, beziehungsweise einem Teil davon. Wir sind in das Haus des Bankmanagers eingebrochen. Haha, nicht, dass den das stört, der ist ja wahrscheinlich tot. Oder weg, auf jeden Fall interessiert ihn wahrscheinlich nicht mehr die Bohne. Apropos Bohne, hatte ich jetzt schon was gegessen? Nicht viel jedenfalls. Das ist ja gar nicht nach Dings sortiert. Das ist Kaffeepulver, das essen wir mal nicht zum Frühstück. Wir könnten natürlich mal ein bisschen Kaffee vorsorglich herstellen. Ich wollte mir eigentlich merken, wo ich das Wasser gelagert habe ich aber nicht gemacht. Haha. So, es ist jetzt immer noch irgendwie ziemlich dunkel, aber die Sonne scheint schon hervorzulugen. Deshalb gucke ich mal, ob das Spiel es uns schon erlaubt, wieder zu reparieren. Wobei ich gerade sehe, eigentlich sind unsere Sachen ganz gut in Schuss, ne? Gerade Leder müssen wir sparen und ich habe jetzt auch gerade gar keins. Haha. Ich könnte diese Schuhe kaputt machen. Also Laufschuhe sind zwar vielleicht besser, als sie im ersten Moment wirken, aber seien wir ehrlich, wir haben schon ein paar, das ich dann nicht kaputt gemacht habe. Oh mein Gott. Race. Wills Magen ist laut. So, das ist Wills Hemd. Ich werde das aus nostalgischen Gründen nicht zerstören. Was könnte ich denn mal kaputt machen, während es noch hell wird? Boah, haben wir viel davon. Moment, wir konnten diesen Brandbeschleuniger konnten wir der grauen Mutter auch in ihren Verschlag tun. Vielleicht können wir das auch mit dem gammelnden Öl machen. Vielleicht nimmt sie es. Wir haben jetzt nämlich nicht so viel Neues für sie. Aber dann können wir da mal ein bisschen Kaffee kochen. So, hier ist es wirklich sehr dunkel. Ich taste mich jetzt durch die Dunkelheit, weil ich ja noch keine Petroleumlampe habe. Habe ich schon das Klo geplündert? Nein. Oh, scheinbar doch. Okay. Stimmt, bei der Toilette steht ja nicht bereits durchsucht. Aber ich will da jetzt noch nicht raus. Dann sehe ich den Wolf wieder nicht. Und dann renne ich in den Wolf rein und dann frisst er mich auf. Und das ist deprimierend. Ich will nicht aufgefressen werden. Denn ich habe gesehen, obwohl in den Patch Notes stand, dass jetzt verhindert würde, dass man sich irgendwie in einer lebensgefährlichen Situation einen Speicherstand einfängt, habe ich dennoch nicht gesehen, dass es jetzt mehr als einen Speicherslot gäbe. Machen wir den Tisch auch noch kaputt? Können wir den Tisch auch noch kaputt? Jetzt, wo wir hier dabei sind, das Haus des Bankmanagers zu zerstören, zerstören wir es auch richtig. Damit es hier auf gar keinen Fall mehr lebenswert ist, wenn er jemals wiederkommt. Ich habe immer das Gefühl, das Ding hier steht im Weg, aber letztendlich. Ja, egal. Ihr seht mich bestimmt. Hier bin ich. Schlechtes Wetterchen, was? So. Kennen wir dieses Haus schon? Vielleicht kennen wir dieses Haus von der anderen Seite? Ich meine, hier sind wahrscheinlich. Ach so, das könnte das Haus sein, wo wir unser Wasser gelassen haben. Wasser gelassen. Entschuldigt, das ist überhaupt nicht witzig, aber I could eat anything. ich lache da jedes Mal wieder drüber. Irgendwo in irgendeinem der Häuser haben wir Wasser auf den Boden geschmissen. Da haben wir ein Nährzeug. Ja, dann war das wohl nicht hier. Ach, ich wollte es mir merken und habe es nicht getan. Mea culpa. Naja, an Wasser können wir ja dran kommen. Und wenn am ewigen Feuer der Grauen Mutter. Das ewige Feuer der Grauen Mutter. Es klingt immer noch nach einem Badass-Title für irgendwie einen Gruselfilm. Oder ein Mystery-Roman. Wie wäre das auf Englisch? The Eternal Fire oder Eternal Flame of the Grey Mother. Ja, klingt auch nicht schlecht. Klingt auch nicht schlecht. Ich werde es mir merken. Liegt da ein toter Wolf? Habe ich hier in Milton jemals mit einem Wolf gekämpft? Nein, es ist ein Stein. Okay. Ob man da auf den Wasserturm steigen kann? Auf den Wasserturm in Pleasant Valley konnte man nicht steigen.
Aber das wird mich nicht daran hindern, da jetzt gleich hinzugehen und das nachzusehen, jetzt wo ich das entdeckt habe. So. Nee, Kanister sind nicht dabei. Ja, keine Ahnung, wie viel die jetzt da noch braucht. Jetzt habe ich doch alle umlagern geklickt. Okay. Dann freut sie sich jetzt bestimmt, uns zu sehen, nicht wahr? Wir müssen noch zur Bank. Wir kennen jetzt den geheimen Geheimcode. Vielleicht sollten wir das vorher machen. Verdammt. Videosequenz. So, the outsider returns. You're already doing better than the others. You found the fuel. But did you find any answers? All I've found are wolves, bad weather, and an empty town. It's just as I told you. They're all gone. Okay. Ich unterhalte mich jetzt nicht mit der Irren, um nicht irgendwelchen Story-Progress zu triggern, der dann verhindert, dass ich noch zur Bank kann. Denn ich habe noch wichtige Bankgeschäfte zu erledigen. Und sie macht mir immer noch Angst. Okay, Vertrauen plus 5. Ich habe keine Ahnung, ob das viel ist oder wenig. Brief der Bank von Milton. Das lesen wir dann aber in der Bank von Milton. Ich könnte jetzt die dumme Frage stellen, ob der schon immer da hing, aber wahrscheinlich, ne? Ein öffentliches Schreiben an die Mitglieder. Sehr geehrte Mitglieder, aufgrund der globalen Wirtschaftslage, die Ihnen allen bekannt ist, müssen wir leider unseren Betrieb einstellen. Alle Bankdienstleistungen werden hiermit bis auf Weiteres eingestellt. In Mary Poppins hat das für ein Riesenchaos gesorgt, dass die Bank sich geweigert hat, Auszahlungen zu machen. Entschuldigung, Mr. Stuhl? So, wahrscheinlich muss ich mir das jetzt merken, ne? Welcher war das? Der. 19.30.08. Careful. Also das durfte man auch nicht ausprobieren, ohne dass man das kannte. Es ist natürlich angenehmer, das zu kennen, weil man sich dann nicht so dadurch schleichen muss, sondern einfach ganz mutig, wenn man noch nicht in der Nähe der letzten Ziffer ist. Hui. Ein Stapel Papier. Stehe ich drauf. That'll come in handy. Okay, ja, ich verwahre auch mal meine alten Zeitungen. Meine Kartons. Ich verwahre alles. Oh Mann, ich muss das ja jetzt alles gar nicht mehr sammeln. Das ist der enttäuschendste Tresor ever. Wonder if I can drop any of this gear. Ja, wenn ich es sage. Ah, okay, hier ist noch was. Ich meine, es ist ja jetzt für uns gut, aber wenn ich ein Bankschließfach hätte, ich würde nicht meine Müsli-Riegel drin aufbewahren. Okay, das ist doch alles. Bankschließverschlüssel 7, okay. Okay, jetzt weiß ich, was Martin meinte. Ich habe mich darüber beschwert, dass ich so lange gebraucht habe, das Haus des Bankmanagers zu finden. 7 und 13. I could use this. Und dass mir das oft in Spielen passiert, dass ich einen Schlüssel habe und keine Tür dazu. Und gefühlt passiert mir das auch öfter als umgekehrt. Und er fing dann an, von Schließfachschlüsseln zu reden. Aber Schließfachschlüssel habe ich auch nicht. Gut, die werden noch nicht in der Bank sein. Die sind wahrscheinlich irgendwie über Milton verteilt. Ich glaube nicht, dass ich mir die Ziffern merken muss. Ich gehe einfach mit allen Bankschließfachschlüsseln, die ich Gipfelbrause finden sollte, hierher. No more cash. Klar, gib her. Wir haben 0 Kalorien. Ich sollte irgendwas essen. Verzeihung, Will. Gut, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, in den Häusern, in denen wir schon waren, haben wir jetzt nicht wirklich Schlüssel übersehen. Deshalb hoffe ich jetzt einfach mal, dass noch ein paar Schlüssel da bei dem Haus sind, das der Wolf bewacht. Also
das Straßenstück, das der Wolf bewacht. Aber jetzt reden wir erstmal mit der grauen Mutter. Denn wenn wir diese ganzen Schließfachschlüssel noch zusammensuchen müssen, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Gespräch uns jetzt über einen Point of No Return hinausbringt. Guck mal, das hätte ich ihr kaputt machen können. Hätte sie das gefreut. Wollen wir einmal rumgucken, ob die hier noch irgendwelche coolen Sachen rumliegen hat. Nein, hat sie nicht. Hier hatte ich alles durchsucht, ne? Hier lag nur die Axt. So, jetzt muss ich mit ihr reden. Und das wird wahrscheinlich wieder ein höchst merkwürdiges Gespräch. Hauptsächlich, weil die Lady höchst merkwürdig ist. Du kannst ja nicht schon wieder Hunger haben. Jetzt erstmal Cracker. Davon wirst du wieder durstig. Ja, okay. Aber dafür geben sie ein paar mehr Kalorien. Okay, Lady. Wir führen jetzt hier ein Gespräch von Mann zu seltsamer Frau. Nein, ich kann das Gewehr nicht haben. What really happened here? Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Who knows the reason? People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders, like you. Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, scarf with birds on it, possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... But the storm was too loud. Voices? I lost the voices and I couldn't get them back. Never mind. You did well with the fuel. Now do the same with food. Or I won't last the winter. Esst mal euch eigentlich selber. Also Will hat sie jetzt gefragt, wo die ganzen Leute hin sind. Warum sie nicht nach Hilfe gerufen haben. Und das lag wohl hauptsächlich daran, dass der Strom ausgefallen ist. Die Leute Panik bekommen haben. Einheimische wie auch Fremdländer. Dann hat er sie nach Astrid gefragt und sie sagte, da war tatsächlich eine Outsider-Woman, wie sie sagt. Sie war aber wohl nicht alleine, sondern in Begleitung wütender Menschen. Also sie hat wütende Stimmen gehört, konnte aber wegen des Sturms nicht genau verstehen, was sie sagten. Und hat die Stimmen verloren, wie sie sagte. Aber es kommt doch sicher jemand, um nach dem Rechten zu sehen. Irgendjemand schickt sicher Hilfe. Suchtrupp, Militär, Regierung. Nach Milton? Nein. Du glaubst nicht, dass Hilfe unterwegs ist? Wir hatten schon vor 10 Jahren Hilfe gebraucht, während des Zusammenbruchs. Aber ihr Festländer habt die Hände in den Schoß gelegt, während die anderen unsere Insel ausbeuteten. Wie der Rat der Jedi, als die Mandalorianer das Universum in Schutt und Asche gelegt haben. Okay, Milton ist jetzt nicht das Universum. Sie nahmen sich, was sie wollten. Damals hätten wir Hilfe gebraucht, aber sie kam nie. Warum sollte das jetzt anders sein? Das ist schon lange her, die Zeiten haben sich geändert. Ha, nicht bei uns. Nicht auf der großen Bärinsel. Nicht für die graue Mutter. Andere? Sind noch andere in der Stadt? Nachdem die Lichter ausgegangen waren, kam ein Schneesturm auf. Die Leute hatten Angst, sie fürchteten, hier festzusitzen. Beziehungsweise noch mehr festzusitzen. Sie verfielen in Panik. Einige gingen weg, um zu sehen, ob sie von außerhalb mehr in Erfahrung bringen konnten. Und was fanden sie heraus? Sie sind nicht zurückgekehrt. Festländer? Du nennst mich immer Festländer. Warum? Du bist ein Fremder, ein Festländer. Du bist einer von ihnen. Du gehörst nicht hierher. Das stimmt, aber du klingst dabei so wütend. Vor Jahren, während des Zusammenbruchs, haben wir alles verloren. Die jungen Leute verstanden nicht, wie abhängig wir geworden waren. Einige haben sich vielleicht mit unserer Abhängigkeit vom Festland abgefunden. Ich habe aber keine Lust auf eure Reste. So gut kenne ich die Geschichte nicht. Das überrascht mich nicht. Ihr Festländer interessiert euch doch nur für euch selbst. Okay. Wütende Stimmen? Kannst du mir mehr über die wütenden Stimmen erzählen, die du gehört hast? Es war windig, der Schneesturm braute sich bereits zusammen, aber ich hörte Rufe, einen Schrei.
Später gab es Gerüchte, dass jemand in dieser Nacht in der Stadt aufgetaucht wäre. Mehr als eine Person. Eine Frau und einige Männer. Einer der Männer wurde gefunden. Gefunden? Man fand ihn am nächsten Morgen tot auf. Und die Frau, die, deren Stimme du gehört hast. Ich bin mir nicht sicher, die Stimmen waren schwach. Der Schneesturm zog sich zusammen. Schon bald waren da nur noch Wind und Dunkelheit. Das kann sie nicht wissen. Okay, der Schrei. Stammt er möglicherweise von der Frau? Ich weiß es nicht, ich erinnere mich nicht. Es ist alles verschwommen. Speisekammer? Ich frage ja nur ungern, aber Essen? Die Stadt ist menschenleer. Man hat mich ohne eine Krume zurückgelassen. Ich brauche Nahrung, um das zu überleben. Überleben? Und was dann? Das lass mal meine Sorge sein. Zerbrich dir lieber den Kopf darüber, wie du mich am Leben hältst. Aber was ist, wenn die Leute zurückkommen? Nehme ich ihnen damit nicht weg, was sie zum Leben brauchen? Du meinst, ob du sie bestiehlst? Vielleicht, aber das ist nur gerecht. Sie haben mich all die Jahre bestohlen. Jetzt sind sie dran. Was haben sie dir gestohlen? Vergiss es. Such mir was zu essen. Plündere die Tankstelle am Stadtrand. Da gibt es immer was zu beißen. Der Besitzer hat einen Speziallieferanten vom Festland. Als Festländer sollte Stehlen ja kein Problem für dich sein. Falls dich Gewissensbisse plagen, kannst du mir auch bringen, was die Natur zu bieten hat. Das ist vielleicht mühseliger, aber dafür kannst du nachts besser schlafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Nimm dir das Brecheisen aus dem Schuppen, falls du es noch nicht getan hast. Es hilft dir vielleicht dabei, an die etwas widerspenstigeren Orte zu gelangen. Ich weiß nicht, habe ich ihr Brecheisen oder habe ich irgendein Brecheisen? Woher bekommt die Stadt, eine Stadt wie Milton Vorräte? Vom Festland natürlich, woher denn sonst? Keine Ahnung, lokale Waren, Bauern, Erzeuger auf der Insel. Das ist lange her. Wir wurden vom Festland abhängig, genau wie ihr es wolltet. Und dann, als hier alles zusammenbrach, habt ihr uns einfach abgeschnitten. Natürlich nur, bis ihr etwas gefunden habt, was ihr nehmen konntet. Dinge, die ihr an die anderen verkaufen konntet, die im Süden. Einige haben sich an der Landwirtschaft versucht, aber die Zeiten waren damals für alle hart und sie sind es noch. Ihr musstet nicht alleine leiden. In den Städten, pah, die Städte, ihr habt bekommen, was ihr verdient habt. Ihr erwartet kein Mitleid von der grauen Mutter. Sprich doch noch öfter in der dritten Person von dir selbst. Das hatten wir das schon? Du sagtest, da waren noch andere Fremde? Sie kamen nach der Nacht, in der die Lichter erschienen, angekrochen. Ich habe sie gehört. Ein Murmeln in der Stadt. Da wurde mir noch aller Klatsch aus der Stadt zugetragen. Sie hatten Angst. Einige von ihnen kamen von den Highways. Sie sagten, es gäbe dort noch andere, bereits erfroren, bereits tot. Blieben sie in der Stadt? In der alten Schule. Da gab es noch einen Kohleofen. Sie schliefen im Schulhaus und warteten. Worauf? Erbarmen. Und das fanden sie auch. Das verstehe ich nicht. Du wirst es verstehen, wenn du es findest. Ich nehme mal an, sie sind einfach tot. Okay, das Spiel beschließt, dass das Gespräch jetzt beendet ist. Okay, das darf ich nicht haben. Oh, wie bei Skyrim. Sachen, an die ich nicht dran darf, sind rot. Man erschießt sie mich bestimmt. Und das wollen wir ja nicht. Woran schleppe ich eigentlich schon wieder so schwer? Genau, die Kanister, die bringe ich jetzt mal weg. Ich meine, das Haus des Bankmanagers ist natürlich irgendwie cooler. Es hat auch eine Feuerstelle. Ich meine, letztlich, es ist schicker, aber das kann mir ja egal sein. Allerdings ist es natürlich auch, was die Stadt angeht, etwas zentraler. Aber naja, nur weil ich da mein Lager habe, heißt das ja nicht, dass mir die anderen Häuser verboten sind. Also hin und wieder im Haus des Bankmanagers schlafen werde ich wohl können. Schade, dass wir das nicht früher gefunden haben. Aber obwohl, ich glaube, die Penny schrieb das auch. Dass es ja halt etwas dauert, bis man den Schlüssel findet. Und dann hat man sich in der Regel schon irgendwo anders eingerichtet. So, meine Kanister. Kann ich mir gerade eigentlich noch eine Fackel bauen? Fällt mir gerade so ein. Ich habe keine Stöcke. Ja gut, aber ich will jetzt nicht das Lampenöl mitschleppen für den Fall, dass ich Stöcke finde. So, jetzt will sie Essen haben. Wie viel Essen will sie denn? 0 von 10.000? Ich nehme mal an, Kalorien. Ja, das ist gar nicht so viel. Ne? Ich glaube, 900 Kalorien hat ein Stück Rehfleisch. Nicht, dass ich im Moment in der Lage wäre, Rehe zu jagen. Ich habe ja im Gegensatz zu der irren Alten kein Gewehr.
In welchem dieser Häuser habe ich mein Wasser zurückgelassen? Lass ihn nehmen. Das war ein Haus mit Bett, oder? Also war es keins von den beiden. Ich weiß es beim besten Willen nicht mehr. Vielleicht war es auch hier irgendwo. Hallo? Jetzt sehe ich den Wolf nicht. Das macht mich irgendwie noch nervöser, als wenn ich ihn sehe. Nicht, dass ich dich jetzt sehen will. Ja, also bleib ruhig, wo der Pfeffer wächst. Das macht mir nichts weiter aus. Könnte dieses Haus gewesen sein, ne? Oder dieses. Ich weiß es beim besten Willen nicht mehr. Hallo? Ich suche nur mein Wasser. Wenn dann... Ich glaube, ich habe es oben irgendwo hingeschmissen, ne? Nicht hier. Hier ist auch kein Bett. Also, ich werde jetzt nicht alle Häuser nochmal abklappern. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr... Also eigentlich werde ich es wahrscheinlich doch tun, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß jetzt nämlich auch nicht mehr, welche Häuser wir schon durchsucht haben. Und von welcher Tankstelle redet die Frau? Das wüsste ich auch mal gerne. Ach, da hinten geht es noch viel weiter. Hast du den Wolf gehört? Ich gehe einfach schnell ins Auto. Nicht, dass das ewig helfen wird, aber... Post. Notiz zum Milton Geheimversteck. Das will ich wissen. Meine Liebe, dieser brummige Idiot an der Orca-Tankstelle hat die Hintertür offen gelassen. Da habe ich mich reingeschlichen und was mitgehen lassen. Dachte, wir könnten es bei unserer Flucht gut gebrauchen. Ich kann es kaum abwarten, mit dir aufs Festland zu gehen, damit wir endlich echt zusammen sein können. Wir treffen uns wie geplant morgen Abend. Das ist das Gegenstück zu der Frau, die ihren Mann verlassen hat, glaube ich. Die Sachen habe ich bei dem großen, umgestürzten Baum im Sumpf hinter der St. Christopher-Kirche versteckt. Umgestürzter Baum. Ach ja, diese Kirche, ich erinnere mich. Da, wo wir uns schon mal getroffen und die Schmugglerware deines Vaters getrunken haben. Okay, ja. An der Kirche waren wir. Aber die ist ein ganz schönes Stück außerhalb, oder? Irre ich mich da jetzt? War die gar nicht so weit? Ich hoffe, das lohnt sich, dahin zu stiefeln. Das will ich Ihnen echt geraten haben. Es macht mich echt misstrauisch, dass ich diesen Wolf jetzt gar nicht sehe. Der wartet irgendwo unter einem Auto auf mich und springt dann raus. Ist das das Haus des Bankmanagers? Nein, hier habe ich auch kein Wasser. Ach, egal. Im Zweifel machen wir neues Wasser. Was soll's? Ist mir jetzt wurscht. Ja, deshalb hatte ich jetzt bei der Mutter keinen Kaffee gemacht. Weil ich keine Lust hatte, da jetzt auch noch ewig Wasser abzukommen. Und dieser Tunnel, da macht mich natürlich neugierig. Aber ich sollte wirklich erstmal die Stadt zu Ende abklappern. Sonst komme ich völlig durcheinander mit dem, was ich schon durchsucht habe und mit dem, was ich noch... Limo. I'll be hungry later. Ja, du bist eigentlich immer hungrig, mein Freund. Also wirst du auch später hungrig sein. Das weiß der Logiker. Wenn A der Fall ist, dann folgt aus B A. Verwirrt manche Menschen, ist aber so. Allerdings weiß ich nicht, ob Ray so viel von... Hauptsache, wir haben es gemacht. Milton ist groß. Für eine Kleinstadt. Obwohl, wahrscheinlich ist es auch für eine Kleinstadt nicht besonders groß. In echt wäre wohl eine... da oben ist auch noch... Oh Mann, hier gibt es so viel zu sehen! What the fuck? Da hinten ist aber die Tankstelle. Und der Friedhof. Ja, da befördere ich dich hin, Wölfchen, wenn du mir zu nahe kommst. Oh, das ist gar kein Friedhof. Das sah aus wie Grabsteine. Ja. Nein, ich brauche keine Brille, ich habe eine. Tankstelle, Tankstelle. Nicht allzu begeistert dahin flitzen, bitte.
Da ist ein Wolf. Ich weiß nicht, ob das der Wolf ist, der sich sonst hier immer rumgetrieben hat. Ha. Aber es ist zumindest ein Wolf. Sehr gut. Damit wir noch mehr bepackt sind. Obwohl es schon viel gebracht hat, diese 6 Liter Benzin wegzupacken. Das war schon mal ein guter Plan. Hier konnte man scheinbar nicht mehr tanken. Hallo? Ja, okay. Das ist nutzlos. Denn... Ich dachte, jetzt bräuchte ich hier auch noch einen Schlüssel. Der Tankstellenbesitzer hat doch bestimmt ein Bankschließfach, oder? Oder? Warum ist das eigentlich kein Zweischlüsselsystem? Das ist höchst unsicher. Ich suche mir den Mülleim. Laterne. Ich muss echt mal wieder anfangen, meine Worte und Sätze zu Ende zu sprechen. Ich lasse jetzt Papier liegen. Ich habe so viel Papier. Tee? Nein. Zunder habe ich auch genug. Ich brauche Futter für die Mutter. Das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Aber eigentlich ist das nicht gut, weil ich eigentlich Futter selber brauche und nicht mit der komischen alten Frau teilen möchte. Patrone? Nein. Das ist eigentlich das, was man so in Kassen findet, wenn man etwas in Kassen findet. Landfuel. Jetzt, da ich eine Lampe habe, ist das auch nützlich, ja. Komm, nimm den Eimer mit. Vielleicht können wir das auch wie bei Skyrim machen. Wir stülpen das der Alten über den Kopf und dann sieht sie nicht, wie wir sie beklauen. Das ist voll der Plan. Boah, ich bin so brillant. Hundefutter, Hundefutter. Too much stuff to carry. Ach, halt die Klappe. Das wirst du schon tragen können. Du musst es ja eh abgeben. Trockenfleisch. Mehr Trockenfleisch. Komm, hier machen wir jetzt mal einmal unsere Laterne an. Sind wir ein bisschen müde? Das ist jetzt schlecht. So, hier wollen wir ja nichts übersehen, nicht wahr? Limo, Limo. Achso, ja. Milch gibt es erst wieder in 3 bis 4 Wochen. Oder sie steht schon in 3 bis 4 Wochen drin. Nein, ja. Okay, war nur der Kühlschrank. Nein. Muss ich das jetzt hier auf... Kann ich das nicht aufbrechen? Da ist doch was drin. Ach, da ist gar keine Glasscheibe. Okay. Das ist scheinbar leer. Ich kann mir da jetzt keine Cola ziehen. Das wäre sehr praktisch. Das ist die Duckentaste. Das sind keine Salzcracker. Das ist nochmal Kaffee. Kaffee kann ich jedoch bestimmt... Wenn das nach Kalorien geht, wie bei diesem Schneesturm-Dings. Den Mülleimer kann ich nicht durchsuchen. Das sieht alles nach Nahrung aus, ist aber keine. Herzlichen Dank für gar nichts. Wie macht die... Wie macht die alte Frau das dann eigentlich? Hope nobody needs this anymore. Geht die dann hin und liest die Rückseite der Etiketten und rechnet dann zusammen, ob ich ihr 10.000 Kalorien gegeben habe? Sollte ihr jemand sagen, dass sie mit 10.000 Kalorien nicht über einen ganzen Winter kommt? Ja, ich werde sie nicht sagen. So, hier könntest du doch eventuell einen Schließfachschlüssel versteckt haben, oder? Could end up being useful. Ja. Wir haben ja noch nicht genug Papier. So, der Mülleimer wird kein Schließfachschlüssel sein. Das wäre eine schlechte Idee. Es ist kein guter Ort, um seinen Schließfachschlüssel aufzubewahren. Mehr Rennfahrerhandschuhe. Ich bin jetzt natürlich tierisch neugierig auf dieses Geheimversteck des Typen, der die Tankstelle ausgeraubt hat. Denn es ist ja noch relativ viel in der Tankstelle drin. Davon ausgehend, dass der einmal das komplette Inventar oder selbst wenn er nur die Hälfte des Inventars geklaut hat, dann könnte da ja auch nochmal lohnende Beute liegen. Ganz ehrlich, der Tankstellenbesitzer hat keinen Schlüssel? Oder muss ich dafür hier alles an Kartons auseinandernehmen, um den zu finden?
Also aber nicht ins Klo getan, ne? In einigen Horrorspielen findet man gerne mal Schlüssel im Klo. Mülleimer durchsuchen? Ich weiß, da wird kein Schlüssel sein. Habe ich im Mülleimer jemals was gefunden? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, am ehesten würde man wahrscheinlich einen schimmligen Schokoriegel darin finden oder sowas. Okay, schlechte Beute haben wir hier jetzt nicht gemacht. Excellent. Ja, das ist wirklich gut. Also schlecht war es jetzt tatsächlich nicht. Das muss man sagen. Metalleimer. Es ist natürlich durchaus möglich, dass der Schließfachschlüssel jetzt irgendwie versteckt ist. Vielleicht im Eimer? Aber das wäre schon ziemlich fies. Streichhölzer. Okay, die habe ich auch übersehen. Da kann ich natürlich auch einen winzigen Schlüssel übersehen haben. Also am ehesten, wenn es nicht im hinteren Bereich ist, dann würde es ja hier irgendwie hinter der Theke Sinn machen. Aber hier ist gar nichts. Also er wird ihn ja nicht irgendwo in seinem Laden hingelegt haben. Sondern wahrscheinlich in Bereichen, in die Kunden nicht reinkommen. So, da geht's raus. Also das hier wäre der Ort, um einen Schließfachschlüssel zu verstecken. Das sehe ich doch richtig, oder? Feels like a lot of gear. Ja, ja, ich weiß. Karton. Hier irgendwo. Ah, da ist was, aber leider Gottes. Diese Schubfächer wären natürlich prädestiniert gewesen, um da einen Schließfachschlüssel für ein Bankschließfach zu verstecken. Vielleicht traut der Tankstellenbesitzer der Bank nicht. Zu Recht, die haben ja auch irgendwann einfach nicht mehr ausgezahlt, ne? Tja, schreibt mich in den Kommentaren an, wenn ihr den Schlüssel gesehen habt und ich nicht. Tu das mal einmal weg. Ich mache jetzt die Kiste hier kaputt. Wird auch schon wieder dunkel, na super. Wasserflasche, okay, das ist nicht schlecht. Aber einen Schlüssel sehe ich jetzt trotzdem. Es gibt jetzt aber nichts. Wir müssen das alles der Mutter geben. Die kriegt unsere ganzen gammeligen Sachen. Ha! Und wir essen die guten Sachen. Aber vielleicht zecken wir uns dann jetzt tatsächlich mal bei ihr ein. Dann können wir da mal Wasser abkochen. Oh mein Gott, ist das neblig. Oh mein Gott, sind wir bepackt. Ich kann im Moment vor einem Wolf nicht davonlaufen. Nein. Auch beim zweiten Versuch geht's nicht. Ich werde jetzt noch ein paar Mal auf Sprinten drücken, weil ich es kann. Ohne dass es was bringt. Wird es abwechselnd heller und dunkler? Ich mache mir langsam Sorgen um meine Grafikkarte. Im Ernst. Das ist irgendwie nicht gut. Ich meine, erst diese schwarzen Punkte, jetzt hier mal abwechselnd hell, dunkel, hell, dunkel. Sagt mir mal, ob ihr auch manchmal so seltsame Erlebnisse... Da, schon wieder. Hell. Gerade dunkel. Das gefällt mir nicht wirklich. Ich meine, ich weiß, ich hatte auch schon mal so ein paar Flackerprobleme mit The Long Dark, die dann auch andere Leute hatten. Also wo es dann nicht an meinem PC lag. Da waren wir schon dran. Sondern tatsächlich dann irgendwie ein Problem war, das Long Dark hatte. Ist ja auch nicht schlimm, ne? Das kommt vor. Das Spiel ist jetzt gerade erst rausgekommen, beziehungsweise damals war es im Early Access. Das ist ja dann alles verzeihlich. Ich würde es halt nur gerne wissen, ob meine Grafikkarte kurz davor ist zu explodieren oder ob es am Spiel liegt. Letzteres wäre mir lieber, wenn ich ganz ehrlich bin. Nein, das ist doch nicht normal. Oder Will hat Flackern von... Oh mein Gott, Will, bist du auch Epileptiker? Dann solltest du noch einen Schokoriegel essen. Unterzuckerung ist dein Feind. Als Epileptiker.
Achso, wo müssen wir eigentlich den Kram hinbringen? Das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Hast du da auch was vor der Tür oder ist das was im Haus? Wäre hier wohl kaum in den Feuerholzverschlag tun müssen, oder? Nein, der ist... Der ist jetzt... Da darf ich jetzt nicht mehr dran. Das ist jetzt wieder Ira ganz allein. Den durfte ich nur anrühren, solange ich Lieferant war. So. Sammle Essen für die Grau in ihrem Kühlschrank. Okay, das macht fast Sinn, ne? Hi! Wo ist dein Kühlschrank? Ich will auch überhaupt nicht an ihr doofes Gefrierfach. So. Da 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 da. Ne, den Tee muss ich erst kochen, damit es Sinn macht. Da 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 da. Gammeliger Kram für die graue Mutter. Okay, das ist jetzt gar nicht so eine schlechte Quote. Ein bisschen was müssen wir auch selber behalten. Ich will eigentlich die ganze Limo behalten, weil die gut ist. So, jetzt sortieren wir das mal ein bisschen nach Gewicht. Dann kriegt die schweren Sachen, die nicht mehr so gut sind, bis auf die Limo. Ja, okay, das sind 69er Bereich auch noch. Wie sieht's aus? Okay, das kriegen wir jetzt nicht zusammen mit dem Kram, den wir hier haben. Und ich will halt auch nur ein bisschen was selber behalten. Lass mal Tee kochen. Und dann tun wir ihr ganz viel Tee da rein. Ne, Mem? Das würde sie doch freuen. Wenn ich jetzt die ganze Nacht hier bei ihnen bleibe und Tee koche. I could eat a horse. Ein Pferd willst du essen? Nee, Pferd habe ich nicht, aber wir können mal Limo trinken. Moment. Da. Dann geht es einem doch gleich besser. Weil da Mais-Sirup drin ist. Und der ist bekanntlich gut für uns. Genau, wir brauchen erstmal Wasser, sonst können wir keinen Tee machen. Gut, wir haben noch Wasser, aber dann haben wir nach dem Tee machen kein Wasser mehr. Und das wäre ja auch nicht gut. So, dann Wasser kochen. Keine Sorge, Ma'am. Ich weiß, was ich tue. Sie mit Kräutertee über den Winter bringen. Das ist mein großer Plan. Ich wette, sie steht drauf. This pack is getting too heavy to carry. Ja, weil du müde wirst. Da kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Also ich hoffe, das funktioniert wie bei diesem Schneesturm, wie bei dieser Schneesturm-Challenge. Dass wir ihr dann einfach auch Kalorien in Teeform da reinhauen können. Das ist jetzt etwas mühselig, aber es kann helfen. Oh, jetzt sind wir schon mal im Kaffee. So wenig Tee hatten wir? Ich dachte, wir hätten so viel Tee gefunden. Ach, da ist noch. Da ist noch. Ach so, der hatte. Okay. Ich glaube, der muss jetzt gleich erstmal schlafen. So. Vor allem muss er was essen. Jetzt hört er gar nicht mehr auf zu meckern. Ich glaube, wir stopfen ihn jetzt einmal voll. Sonst nervt er uns gleich wieder. Genau, trinken kann auch nicht schaden. Limo bis zum Abwinken. So. Dann bist du jetzt aber erstmal wieder friedlich, ne? Den Kräutertee nochmal heiß machen sollst du gar nicht. Ja, der ist noch... In dem Auge ist noch ein bisschen weiß. Der ist noch nicht so müde. Seht ihr, dass das läuft? Kann ich mir aus dem Feuer eine Fackel nehmen? Nein, ich kann das Feuer nicht weiter benutzen. Da muss ich den Kühlschrank halt im Dunkeln finden. Verdammt, tue ich aber nicht. Ich weiß nicht mal, was ich in der Hand habe. Da ist sie. Ach, die habe ich noch in der Hand. Dann mach doch mal Licht. Dann will ich auch den Kühlschrank finde. Keine Sorge, Ma'am. Ich habe hier alles im Griff. Sie werden nicht verhungern. Sie werden ihre Kalorien hauptsächlich über Kräutertee bekommen. Aber hey, dann haben sie was zu erzählen. Ja, das bringt tatsächlich was. Was hat sie denn? Die hat da Cracker.
Nein, doch nicht. Sie hat ja nur Karton. Okay. Gut, die dürfte ich ja eh nicht haben. So. Also, ja, ich weiß jetzt nicht. Ich überlege jetzt, ob ich Schluss mache. Ja, also die Folge ist jetzt noch nicht so lang wie jetzt zum Beispiel die letzte. Aber ich werde jetzt erstmal damit beschäftigt sein, wahnsinnig viel Kräutertee zu kochen und die Alte dann damit über den Winter abzuspeisen, weil ich keine Lust habe, alles, was ich an coolen Vorräten in den Häusern finde, ihr zu geben. Die will ich selber essen. Und überhaupt. Ich meine, ganz ehrlich. Gut, ich verstehe es, sie ist blind und alt und so, aber ich laufe hier durch die Gegend und sie kriegt das ganze Futter. So siehst du aus, Fräulein. Warum wird er eigentlich nicht müder? Ich meine, er ist die ganze Zeit der Pfeil nach unten, aber es hat sich nicht mehr viel getan, seit er mir das erste Mal ins Ohr gegähnt hat. Schon wieder Kaffee gekocht. Wollte ich doch gar nicht. Mein Gott, ein bisschen Kaffee kann sie auch haben. Der hat ja auch 100 Kalorien, glaube ich, pro Tasse. Was Gutes. Einfach weitermachen, Ray. Carry on my wayward son. Entschuldigung. Kleiner Gesangsanfall. Guter Song. Ja, den mochte ich auch schon vor Supernatural. Ja, ich war schon cool, bevor es cool war. Was? Das macht keinen Sinn. Egal. Das war's an Tee. Das war's an Tee. Okay. Sehen Sie, Ma'am? Guck mal, jetzt kann ich irgendwie besser sehen. Komisch. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ein bisschen kalter Kaffee. Der ist voll hip. Verkaufen sie überall in den Supermärkten. So, und ich glaube, jetzt müssen wir mal schlafen. Ich meine, wir könnten jetzt auch noch weiter Kaffee kochen, aber ich glaube, das wäre nicht so gut. Also ja, ich schlafe dann jetzt hier und verabschiede mich von euch. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure Zeit. Wir gucken uns, ja wahrscheinlich schon beim nächsten Mal, gucke ich, dass ich diese Kirche wieder finde und wir gucken mal, ob wir das Schmugglerlager finden. Bis dahin, vielen Dank für eure Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!